Servus Leute, zurück zu Let's Play Hearthstone. Weiterhin versuche ich mit meinem, ja, ausgedachten Warrior Chutun zu befriedigen und erfolgreich zu werden. Ist aber gar nicht mehr so einfach, befürchte ich. Machen wir mal so. Ich hätte gerne eine bessere... Okay, damit kann man vielleicht was anfangen. Killbar. Wieder ein Rogue. Scheinbar auf jeden Fall Chutun dabei. Der hat sich nämlich ein paar Karten davor geleistet. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Er fängt mit nicht viel an. Schauen wir mal. Der wird gefährlich. Den darf er nicht liegen lassen, weil da kommen so ein paar nette Sachen dabei raus. Also Fokus, den loswerden, hat er. Okay. Weapon up. Weapon up. Lieber eine solide Karte rausholen. Lieber eine solide Karte. Obwohl es sehr angenehm wäre, hier irgendwas mit dem doppelten Battlecry anzufangen. Aber solange es spielt, kann ich es machen. Oha, was spielt er da? Auf sich selbst? Okay. Nochmal auf sich selbst. Ah. Oh ja. Können wir schon mal machen. 3-3. Wie werde ich die am besten los? Ich kann einen Schaden schießen. Mach mal so. Well met. Ja, it's coming. Chutun ist groß geworden. Twin Emperor wird dadurch recht brauchbar. Aber bisher bin ich noch nicht... Also erkenne ich noch kein System hinter diesem Rogue. Was spielt er? Er ist zweimal Face gegangen. Also das Early Game von ihm war ziemlich schwach. Das macht mir Angst vor dem Late Game. Aber wir haben auch ein paar Sachen noch auf der Hand, also geht schon noch was. Haut er nochmal drauf? Nee. Deadly Poison, oder? Und dann haut er drauf. Dann könnt ihr die 2-1 auch töten. Ne? Oha. Die Spell Damage. Okay. Oh ja, das war jetzt interessant. Chutun! Willkommen! Das war ein Tempo-Swing, den er da angelegt hat. Der hat da gut mein Board gecleared. Respekt. Finde ich schon ein bisschen garstig von ihm. Und schade. Naja. Fünfter Zug, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Frage ist, will ich den Enragen größer machen oder nicht? Drei Leben oder vier Leben, macht das einen Unterschied? What now? Eviscerate tötet ihn. Ob jetzt so oder so. Also glaube ich nicht. Dann machen wir es so. Machen wir es einfach so. Wenn er ihn nämlich irgendwie mit der Waffe zerstören will, dann leidet er ein bisschen.
Und dann kommt Emperor Seven. Das ist auch ganz nett. Schauen wir mal. Außerdem kann er da kein Backstab oder kein Dark Iron Skulker gegen den spielen. Hat ein paar Vorteile, also ein paar Sachen um Schiffi damit, aber ich kann nicht alles. Also okay, ich brauche noch zwei Schaden. Da hat er schon zwei Schaden. Weg damit! Und wir holen jetzt die Emperors hervor. Hope is an illusion. Kilba, das wird nichts. Hope is an illusion. Emperor Seven. Da bin ich mal gespannt, wie er den besiegt. Der hat jetzt schon ein paar gute Züge rausgelegt, aber... Vanish. Oh, das gefällt mir. Den hole ich gerne nochmal raus. Also, kann mir gerne noch ein paar Taunts geben. Finde ich gut. Dieses Vanish und einmal anhitten hat ihm eigentlich nicht viel gebracht, wollte ich sagen. Gut, gut, gut. Heute sind so viele Schurken unterwegs. Die ganzen Schurken. Ah, Schiff des Seres. Sylvanas, die sehe ich auch jetzt zum ersten Mal. Das sind Karten. Interessant. Schiff des Seres kann ich leider nicht im ersten Zug spielen, weil der verwandelt sich sofort. Aber Chitun ist schon wieder da. Okay, ich könnte ihn doch spielen. Aber ich möchte nicht. Ich will nicht. Are you my master? Ich weiß es nicht. Das sehen wir noch. Bum, bum. Ja, ja, zu langsam. Meiner Meinung nach. Ziemlich langsam. Ganz ehrlich. Das gefällt mir so. Dadurch kann ein Backstab die nicht töten. Was in der Anfangsphase ziemlich gefährlich ist. Ein Eviscerate kann sie jetzt ganz einfach töten. Ja, gut. Aber ein Eviscerate wegzubekommen ist meiner Meinung nach. Ja, da wäre das Backstab. Andernfalls hat der Backstab Waffe gespielt. Ist in Ordnung. Do you hear its call? Do you hear its call? 9-9. My mother does love this face. Death Riddle, A.K. Na gut. It's coming! Weg damit! So, eine 10-10. Schön. Dann triggert nämlich der Ancient Shield Bearer. Oh, Shifter Cerus. Eine 5-Mana-Kreatur wäre echt nicht schlecht. Okay, damit kann ich auch arbeiten. So, seine Waffe ist groß, aber ich habe nicht wirklich irgendwas auf dem Board, was er damit töten könnte. Der ist lästig, den kriege ich nicht wirklich. Danke. That belongs in a museum. Well played. My thanks.
So. Ich glaube, da wird nicht das Board clearen. Oh, Miracle. Miracle Rogue. Schwierig. Was mache ich denn da? Das ist keine Option. Cthulhu shelters us. Eieiei, Miracle Rogue. Ich kann nichts dagegen machen. So ein Shield Slam wäre schon nicht schlecht. Vielleicht muss ich es mir doch craften. Das Tempo, was er jetzt dadurch gewinnt und den Card Value, das ist echt schwierig zu kompensieren. Wenn du dich in Ragnaros verwandelst, das wäre eine Option. Gut, execute habe ich. Brawl. Ja, warum nicht? Was sind meine Optionen? Und sonst? Was spiele ich sonst? Ich töte den. Ich sollte den als erstes töten. Take my shield. Ich töte ihn. Ich könnte ihn töten. Ich könnte brawlen. Ich sollte brawlen, oder? Was sind meine Optionen? Da dich töten, dann hat er immer noch den. Ich hab eine Kreatur. Was macht mir eine Kreatur? Nichts macht mir eine Kreatur. Okay. Also entweder Emperor oder meine Kreatur wird rauskommen. Schade. Das war ehrlich gesagt das Worst-Case-Szenario, was da passieren konnte. Unglück. Eieieiei. This is our town, scrub. Eieieiei. Ich komme gar nicht zu Chitun. Ich bin eher tot. Außer. Hier. Shifter. Du bist wieder dran. Nein, das ist es nicht. Do you hear its call? Try that. Hab verloren. Das sind 10 Schaden. Er braucht... er hat ja noch seine Waffe. Okay, nächster bitte. Ein Priester. Das ist doch mal was anderes. Mal schauen, was der kann. Der Frostinger passt irgendwie nicht so richtig rein. Du bist zu spät. Du bist gut, du bist echt eine gute Karte. Nein. Jetzt habe ich kein Early Game. Das ist schlecht. Ich könnte ihn als 1-1 spielen. Nein. Auch wenn es witzig wäre, ehrlich gesagt. Aber nein. Nein, es wäre nicht witzig, es wäre traurig. Oh, und es wäre katastrophal jetzt gewesen. Ah, das ist doch schön. Are you my master? Your minions think you are weak. Your minions think you are weak. Was? Redet er mit mir oder mit dem Gegner? Na, natürlich mit dem Gegner. Unglaublich, diese Beleidigung, dieses Flüstern. Hört ihr es auch? I wonder. I wonder. Heal? Oh, das ist ein kurzer Zug. Dieser Tempo-Loss gefällt mir. This way. You're dead.
you. Void Terror. Könnte ich als nächstes gut gebrauchen, aber jetzt gerade nicht. Der verwandelt sich leider nochmal. Danach hätte ich Void Terror nutzen können. Naja. Welcome oh, ne. to the exhibit. Welcome to the exhibit. Fiery War Axe wäre jetzt nicht schlecht. Oh, was hat er da? Da hat er sich was gezogen? Okay, den hat er gezogen. Mhm. Naja, ganz ehrlich, ist mir egal. Ist mir egal, egal. Na, vielleicht. Warum nicht? This way. Eine 6-4. Hast du ein Shadow Word Death? Die 5-5 mit Wind Fury ist es jetzt. Ey, auf den muss ich echt achten, in was er sich immer verwandelt. Darauf achte ich nicht so richtig. Ich denke mir, die Karte, ja, kann man nutzen, aber... My work is paramount. Leave me alone. Oh, okay. Das war... bisschen wenig, glaube ich. Na gut, ja, doch, mach sie. Kern Bloodhoof, wäre eine gute Karte gewesen. Wenn er doch bloß eins günstiger gewesen wäre. Schade, man müsste irgendwie ihn stoppen können, also dass er sich nicht mehr weiter verwandelt. Sonst würde ich ihn jetzt gerne stoppen, weil im sechsten Zug Kern zu haben, gerne. Schnuck. Naja. Ah, jetzt bist du ein bisschen spät, leider. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das funktioniert. Zehn Schaden. Das tat weh. Glaube ich zumindest. I strike. So. Oh, nein. Jetzt hat er einen Drachen bekommen. Er hat doch die ganze Zeit keinen Drachen gehabt. Schade. Okay. Neue Waffe, neues Glück. Shifter, tu was. Ich brauche mal eine gute Karte. Eine, die ich jetzt spielen kann. Weil jetzt kann ich vieles spielen. Gib mir irgendwas Starkes. Are you mocking me? Jetzt, wo hat das ein Drachen her? Verflucht, jetzt geht es alles. Das ist eine gute... Oh, Moment. Shifter. Shifter, das ist eine... Das ist gut, Shifter. Das ist gut. Das ist eine Überlegung. Wert. Nein. I have no time for games. Ich kann's auch so lösen. Der Shifter kann bestimmt noch Value generieren. Sylvanas. Sylvanas. Der hat bestimmt eine Tomb oder sowas. Entomb oder Shadow Word Death? Entomb. Diese garstigen Priester immer. That belongs in a museum. Watch this. Okay. Shatoon, wo bist du, Shatoon? Sieht man gar nicht, dass er Shifter Ceres ist. Aber aus dem gegnerischen Deck... es ist ein Dragon Priest irgendwie, aber so richtig schlau daraus werde ich nicht. Auch eine gute Karte, aber... Das ist halt gerade besser. Face is the place. So langsam, aber auch. Weil mit meiner Waffe mache ich 6 Schaden.
müssen wir los zwei durch. Und das wären die zwei Creeper, die da rauskämen könnten. Pain. Heal. Tja, tötest du ihn? Ja. Ah, das war die ganze Zeit dieser... Und Priester, akzeptierst du, was Chetun dir gerade eingeflüstert hat? You have already lost. Mein Control. So ein Glück, dass er gerade 10-10 ist. Ich habe keine wirklich guten Chetun-Karten bekommen. Mache eine nehme einen Rubin, verwandle ihn in einen Stiefel. Perfekt. Okay. Holy Nova, um Heilung zu kriegen. Spontane Heilung zu bekommen. So much pain. Das ist schon was. Reno Jackson kommt nicht, oder? Das wäre jetzt katastrophal. Reno Jackson wäre echt... Are you mocking me? Are you mocking me? Boah, what shit? Und dann heilt er sich. Alles in Ordnung. Aber nicht ausreichend. Back to work. So much Yes! Und somit vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.